Menstruationsblut ins Gesicht, Deo auf die Kopfhaut gegen fettige Haare oder auch Blasenpflaster auf die Pickel. In Social Media gibt es so viele Trends und täglich ploppt etwas Neues auf und das ist das Allheilmittel für ein Thema, was uns alle beschäftigt. Ja, was kann ich jetzt ärztlicherseits darüber sagen? Macht das Sinn? Sind das Trends, die wirklich durchgeführt werden sollten? Und das erkläre ich dir jetzt im Detail. Mein Name ist Dr. Lies Martin. Ich bin eine der Ärztinnen von Dermanostik der digitalen Hautarztpraxis und auch hier kontaktieren uns viele Patientinnen und Patienten mit der Frage, ist dieser Trend gut? Oder auch manchmal, nachdem sie einen Trend gemacht haben, mit der Frage, es ist schiefgegangen, was kann ich jetzt dagegen tun? Und dann helfen wir natürlich fachärztlich weiter und kümmern uns entsprechend um die verschiedenen Hauterkrankungen. Fangen wir erstmal mit dem neuesten Trend an, Menstruationsblut im Gesicht. Ja, was hat das erstmal auf sich? Wir reden jetzt über das sogenannte Vampire Lifting. Vampire Lifting ist sehr bekannt geworden mit Kim Kardashian, die sich Blut im Gesicht oder mit Blut im Gesicht fotografiert hat. Ja, und dann dachten erstmal, was ist denn da passiert? Vampire Lifting ist nichts anderes, als dass aus dem Blut das Plasma genommen wird und da sind Wachstumsfaktoren, die dann mithilfe von sogenannten Microneedling, ja, also Haut wird angestochen, dann fängt es natürlich an zu bluten und an der Stelle wird dann dieses Plasma auf die Haut aufgetragen. Ziel ist, dass die Gesichtshaut jung wird, frisch wird, dass wir diese Wachstumsfaktoren dazu führen, dass wir mehr Kollagen bilden etc. pp. Also das, was wir gesehen haben auf den Bildern, dieses rote Gesicht, das ist eigentlich ganz untypisch, weil wir wollen ja nicht die roten Blutkörperchen, sondern wir wollen das Plasma. Also Nummer eins heißt Vampire Lifting, das Bild von Kim Kardashian ist irreführend, denn es ist nicht das, was am Ende hilft. Und jetzt kommen wir zum Menstruationsblut. Wenn wir darüber nachdenken, was wir eigentlich im Menstruationsblut haben, dann ist es ein sehr geringer Anteil an Menstruationsblut, also an Blut, sondern insbesondere ganz viel Gewebe. Wir haben die Gebärmutter und die Gebärmutterschleimhaut, die baut sich langsam auf in der Hoffnung, dass eine Befruchtung stattfindet und dann das befruchtete Ei sich einnisten kann. Wenn aber kein befruchtetes Ei da ist, werden bestimmte Hormone nicht ausgeschüttet und in dem Moment wird im Zyklus die Gebärmutterschleimhaut, die sich richtig aufgebaut hat, abgestoßen. Und unten die Gefäße, die verkrampfen dann, die verschließen sich, es fängt an zu bluten und das wird alles abgetragen. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Durch die Gebärmutter, das ist alles steril. Steril heißt keimfrei oder wenig Keime, wandert es runter in die Vagina und da haben wir ganz viele Bakterien. Wir kennen es, die Milchsäurebakterien. Und diese Bakterien, die sind dann auch mit in dem Sekret, in dem, was wir am Ende als Menstruationsblut wahrnehmen. Das ist nicht das, was wir beim Vampire Lifting machen. Das ist was komplett anderes. Da sind Erreger drin, niedriger Anteil an Blut überhaupt. Wenn, dann sind das die Erythrozyten. Wir haben nicht die klassischen Wachstumsfaktoren, die wir sonst brauchen. Wir haben auch ganz viel Gebärmutter-Schleimhautgewebe, das abgestorben ist. Und jetzt die große Frage an dich, würdest du dir das in das Gesicht schmieren? Es macht sowieso keinen Sinn, wenn man vorher nicht richtig mit Microneedling dran geht und dann in diese verletzte Zone so ein Gewebe drauf zu tun, ist mehr als fragwürdig. Bitte lass die Finger davon. Dieser Trend ist durchgefallen in meinen Augen und sollte nicht weiter verfolgt werden. Kommen wir jetzt zum zweiten Thema und zwar, ja, vor allem wenn wir viel schwitzen oder häufig fettige Haare haben, dann kam es von der einen oder anderen Person als Trend auf, hey, Deo kann doch helfen. Und ich verstehe den Gedanken dahinter, denn wir haben natürlich auch auf der Kopfhaut Schweißdrüsen und Schwitzen. Aber das, was die Haare fettig macht, ist am Ende gar nicht die Schweißdrüse, sondern die Talgdrüse. Und die Talgdrüse funktioniert ganz anders. Das heißt, wenn ich mir jetzt Deo auf meine Kopfhaut auftrage, dann schwitze ich etwas weniger. Ja, in der Regel, wenn Aluminium zum Beispiel vorhanden ist. Aber das, was die Haare insbesondere fettig macht, die Talgdrüsen, das ist ja nicht behoben und wir wollen ja eigentlich auch gar nicht so viel Chemie auf der Kopfhaut haben. Also das heißt, auch aus der Erfahrung ein bisschen minimal besser wird es, weil ich dann nicht mehr schwitze. Aber jetzt im Winter ist es sowieso nebensächlich und bitte, bitte tu dir da den Gefallen, lass die Kopfhaut wirklich entspannt, denn sonst entstehen Schuppungen. Sonst haben wir dort bestimmte Erreger, Hefepilze, die wir sowieso da haben, die dann aus dem Gleichgewicht geraten und dann haben wir ein ganz anderes Problem. Also dieser Trend auch aus meiner Sicht nicht zu empfehlen, lass das Deo da, wo es hingehört und wasch dir einfach dann entsprechend die Haare. Du kannst es mit einem sehr milden Shampoo machen und dann ist alles top. Kommen wir jetzt zum dritten Trend und zwar Blasenpflaster auf die Pickel. Ja, was ist da jetzt eigentlich der Gedanke? Wenn wir einen Pickel haben, der kann ja erstmal unterschiedlich aussehen. Der Pickel kann ein Eiterpickel sein, also das heißt, an der Oberfläche sehe ich richtig, dass der Eiterpfropfen da ist.
Oder aber ich kann ein Knötchen haben. Viele sagen dann auch schon Pickel. Ja, jetzt ist die große Frage, warum tue ich ein Blasenpflaster drauf? Es gibt unterschiedliche Arten von Blasenpflaster. Blasenpflaster sorgen erstmal dafür, dass die Haut geschont wird. Es gibt aber auch einige, die haben zum Beispiel Salicylsäure drin oder bestimmte Säuren, die dafür sorgen, dass in der Tiefe, vor allem auch bei Warzen, ja, manche nehmen dann Warzenpflaster und tun das drauf, dass die Haut, das Gewebe aufweicht zum einen und dann bestimmte Inhaltsstoffe in die Tiefe kommen. Auch da ist meine Empfehlung, lass das, weil du müsstest dich sehr gut mit den Inhaltsstoffen auskennen, ganz genau wissen, wie es eigentlich wirkt. Und bei Blasenpflaster ist die Idee eine ganz andere. Bei Blasenpflastern haben wir ein ganz dünnes oberflächliches Häutchen. Dann ist da Sekret, einfach ganz normales Zellularsekret. Und darunter sind dann Zellen, die nicht Hornhaut haben. Und wenn das jetzt aufgeweicht wird, wenn das platzt etc., ganz andere Geschichte. Bei einem Pickel haben wir eine Entzündungsreaktion. Und von daher ist mein Tipp, wenn du einen Pickel haben solltest und du hast jetzt so die SOS-Tipps, dann gibt es zum Beispiel auch in der Apotheke sehr gute Wirkstoffe, die dafür sorgen, dass erstmal die Entzündung ein bisschen runterreguliert wird, dass es kühlt, dass es nicht so rot erscheint. Ja, die Entzündung, die Rötung, das ist ja, geht Hand in Hand einher. Und du kannst natürlich kurz abdecken, wenn es ein Eiterfropfen ist an der Stelle, sowieso nichts drauf tun, sondern mit Wattestäbchen, Desinfektion mit minimalem Druck, wenn es unbedingt sein muss, nachhelfen, dass der Eiterfropfen aufplöppt und dann hat sich das Ganze auch schon erledigt. Also auch da TikTok-Trend, von dem du die Hände lassen solltest oder auch Social-Media-Trend und du kannst ganz gute Alternativen durchführen. Und wenn du eine Akne haben solltest, bitte wende dich auch an uns. Wir von Dermanostik behandeln dich dann entsprechend, sodass gar nicht erst Hautunreinheiten im Idealfall entstehen und dann brauchst du auch nicht mehr auf solche Trends zu hören, weil deine Haut ist von Natur aus mit Hilfe der rezeptpflichtigen Wirkstoffe gut geworden. Und bei allen anderen Fragen, die jetzt deine Haut betreffen oder Hauterkrankungen, wende dich gerne über unsere App an unser Hautfachärztinnen-Team. Wir stehen ja auch über Social Media zur Verfügung, wenn du sagst, hey, das Thema ist cool oder was ist eigentlich mit diesem Thema, könnt ihr da mal was zu sagen. Ich freue mich sehr auch über deine Kommentare und verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.